Hey, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 Remake. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe ganz spontan mal wieder Schnupfen gekriegt gerade. Fing jetzt gerade an, komplett krass. Alles so, also ich bin auf irgendwas allergisch oder so, ich weiß aber nicht was. Das passiert mir öfter mal ganz gerne. Ja, geht auch wieder weg nach einer kurzen Zeit, aber müssen wir jetzt mit leben. Ich habe gerade überlegt so, okay, gehst du denn jetzt ins Bett und so, weil es ist auch schon spät. Aber ich habe so Bock, ich habe einfach so heftig Bock. Mir jetzt egal. Müsst ihr den Schnupfen ertragen. So ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock jetzt auszumachen. Dafür macht das zu viel Bock gerade. Oh, noch eine Map. Ach, von dem Haus hier. Da ist der Schlüssel oder so. Hey. Hi. Weg mit dir. Ekelhaftes Vieh. Oh, mein eigenes Nasenloch ist total zu. Oh Mann. Aber ist mir egal, ist mir alles egal. Oh, Schlüssel. Oh yeah. Und ein Zettelchen. Haben wir hier. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, er tropft durch die Decke. Das sollten wir uns mal ansehen. Ja, machen wir das mal, wa? Ist hier sonst noch was? Nö. Nee. Es tropft durch die Decke, ja. Übrigens habe ich mal in der INI-Datei des Spiels, da kann man ein bisschen was machen, wenn man weiß. Wenn man weiß. Ja, ich habe mal Chromatic Aberration ausgemacht und Vignette. Das ist so diese Bildschirmumrandung und das andere ist so ein leichter Unschärfe-Effekt am Rand von, ja, des Bildes oder so. Habe ich alles mal weggemacht. Jetzt gerade so ein bisschen was davon da, weil wir verletzt sind. Übrigens hat das Spiel auch Ray Reconstruction für die Leute, die sich so ein bisschen technisch interessieren. Kann man auch aktivieren über die INI. Ist im Spiel noch nicht als Option verfügbar, aber man kann das einstellen. Ja. Ist ganz geil. Für die Leute, die sich das fragen, was das ist, gehört zu Raytracing-Technologie und das verbessert die Reflexion der Pfützen nochmal. Sagt ja der Name, ist rekonstruiert. Oh, hier haben wir eine. Ja. $450. Das ist ja stattlich, wa? Ja. Er sagte bei jeder Tür so, hör. Ja gut, gehen wir nach oben, wa? Weg mit dem Vieh hier. Die sind ja überall. Oh Gott. Alter, holy shit. Ich dachte, das wäre gerade ein Bild gewesen, wo eine Frau im Umhang steht. Alter, ich dachte gerade so Layers of Fear mäßig, das Bild springt mich an oder so. Oh, ich habe gerade übelsten Schreck gekriegt. Dabei ist das nur ein Kasten, wo ein Feuerwehrschlauch drin hängt. Alter. Oh, shit, ey. Kann ich das zerschlagen? Ja, aber es bringt nichts. Cool. Ha. Alles zu. So, einfach alles zu hier. Okay, aber da sind wir schon mal bei der 4. Und da drüben ist die 5 oder so. Ja, da ist auf jeden Fall ein Durchgang durch die Wand irgendwie. Ah, hier ist 5. Oh, ein süßes, schnuckeliges Apartment. Ist ja hübsch. Das ist ja hübsch hier. Okay. Hier ist irgendwer drinne. Irgendwer trampelt hier rum. Wir sind also nicht allein im Haus. Muss aber nicht heißen, dass es was Menschliches ist, natürlich. Kann ja alles sein, ne?
Oh, wir gehen über die... Oh, wir gehen über die Leiter hier außen. Das ist ja cool. Kann ich die Leiter runterlassen? Kann ich nicht. Schade. Oh mein Gott. Hauptsache krachen wir nicht ein jetzt. Das fehlt mir noch. Okay. Natürlich. Natürlich kracht das Ding komplett zusammen, nachdem wir rüber sind. Na klar. Und dann kam sie und wusch all meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt in Texas. Dann gehen wir. Ne, ein kurzer Halt in Texas. Im Texas. Was? War das? Alter. Hat hier gerade jemand geatmet? Klang ein bisschen creepy gerade. Oh ne, nicht Löcher an der Wand. Oh ne. Na geil. Sowas fehlt mir ja noch. Warum steckst du deine Hand in irgendwelche Löcher? Eine 2. Ein Jukebox-Knopf. Oh. Interessant. Okay. Das sieht ein bisschen eklig aus. Oh! Oh! Ach du Scheiße! Ja. Oh oh. Oh, ich dachte, ich werde direkt angegriffen. Aber hier ist niemand. Okay. Hat der Jukebox-Knopf jetzt was gebracht? Soll ich den direkt einsetzen? Soll ich das wegschieben? Nee. Okay, hat er jetzt einen Haken gemacht. Jukebox, ja. Grossmarkt. Wollen wir vielleicht mal hier hinten rumgehen? Da waren wir ja auch noch nicht, ne? Guck mal, man kann die Viecher so ein bisschen umrunden. Das ist eigentlich ganz gut. Achso, hier sind wir wieder hier. Ja, meine Orientierung ist noch nicht so. Noch nicht so gut. Vielleicht, wenn ich überall zweimal war oder so. Dann weiß ich vielleicht so, ah... Hier ist Dead End. Ja. Oh, hi. Oh, das andere Vieh auch gleich. Oh Gott. Oh Gott.
Okay, das war nice. Ja, wenn man den Dreh erstmal nachher ein bisschen raus hat mit denen, dann geht das. Ich sehe mich hier auch bestimmt nochmal ein zweites Mal in New Game Plus oder so auf schwer irgendwie. Da sehe ich mich schon ein bisschen. Alles, was mir diese Stadt je gebracht hat, ist Schmerz und Leid. Oh Mann. Sonst gar nichts. Klingt ja sehr traurig. Hier ist nix. Boah, muss gerade aufstoßen. Ja gut, hier ist glaube ich sonst... Hier ist noch ein Vieh, ne? Denn hier noch ein Vieh. Hier ist glaube ich sonst nichts weiter. Ach, da vorne. Ja, lass mal. Bin gerade nicht so in der Stimmung, mir ist ein bisschen schlecht. Mir geht's nicht so. Koch du mal dein eigenes Bier, ich hole mir eine Soda. Alles gut. So, warte mal. Wollen wir jetzt mal gucken, ob wir den Knopf da in die Jukebox einsetzen können? Vielleicht passiert dann schon irgendwas oder so. Warum ist das Vieh direkt davor jetzt? Kann ich hier rein? Nö. So random. Warum ist das Vieh hier? Ah, kann ich hier rein? So. Gucken wir noch mal, ob wir hier schon was einsetzen können. Auswählen. Ah, ich kann... Okay. Hier fehlt einiges, oder? Ah, da kann ich die Schallplatten mit auswählen. Ja, sonst kann ich aber nichts machen. Ja, da ganz oben fehlt der Knopf, aber den kann ich irgendwie noch nicht einsetzen. Na gut. Gehen wir zu Groovy Music. Oder Grossmarkt. Oder Großmarkt. Ach so, der Großmarkt. Ich bin so ein Troll. Der Grossmarkt, ey. Das ist ein Großmarkt einfach nur. Wie dumm. Ich bin so ein Idiot manchmal. Naja. Ach, hier kommen wir ja gar nicht rein. Ah, hier ist noch dicht, ne? Ja. Ah, okay. Können wir das einschlagen vielleicht? Nee. Okay, was haben wir noch? Groovy Music. Muss es ja auch noch was geben, ne? Hier waren wir schon drin, ne? Nee, waren wir nicht. Da kommt man gar nicht rein. Oder? Okay, man kann nicht jedes Fenster irgendwie einfach zerschlagen. Kannst Fenster einschlagen, nach Durchgängen zusätzliche Ausrüstung suchen. Ich sagte gerade, man kann... Wo denn? Kriegt das wer mit? Das kriegen die gar nicht mit. Hier ist einer unter dem Auto, glaube ich, ne? Ja. Okay, ich muss mich heilen. Oh, das war dumm. Alter. Ah, scheiße. Oh Gott. Oh, der wehrt sich aber hier. Alter, der wehrt sich ja richtig krass. Noch so ein Vieh irgendwo. Da. Junge, da muss ich mich ja gleich wieder heilen. Okay. Der hat ja die ganze Zeit gekotzt. Das ist ja heftig. Das ist ja krass. Da liegt was drin. Was denn? Pinguin. Kugeln. Oh. Brauche ich nur noch eine Waffe dazu, hä?
The door that wakes in darkness, opening into nightmares. Oh Gott. Ja. Ja, ich glaube, da will ich auch nicht rein, du. Lass mal. Jedenfalls nicht unbedingt. Oh, warte mal, meine Nase leckt, Leute. Ah. Ja, es ist sehr nervig. Es ist sehr, sehr nervig gerade. Okay, können wir hier rein? Das sieht aber begehbar aus. Ja. Oh Gott. Oh, sind das mehrere? Oh ja, es sind zwei. Oh shit. Ich bin immer noch angeschlagen. Krass, ey. Aua. Ihr Kotzis. Au. Oh, das ist nicht gut. Alter, wie er nachgedreht hat. Das ist ja krass. Okay, das ist krass. Kommt ihr mit raus? Ja, kommen die. Oh, wie er nachdreht. Alter, das ist ja richtig scheiße. Oh no. Oh, ich bin tot, ey. Okay, das ist krass, ey. Oh, ich habe länger nicht gespeichert. Ich habe da vorhin extra nicht gespeichert. Weil ich dachte so, ja komm, das geht schon. Aber... Oh, ich bin direkt hier? Okay, das ist sehr, sehr nett. Das ist sehr nett. Oh. Der andere. Der ist raus? Der weg? Hat er sich verpisst? Hat sie einfach verpisst? Wein soll mir recht sein. So, was haben wir hier? Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult. Hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun, alleine schon, damit er die Klappe hält. Aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Oh, hi. Ja, so weit kommst du nicht, beim besten Willen, Kumpel. Ach, scheiße. Hätte ich ausweichen müssen, verdammt. Oh Gott, das war knapp. Ey, nicht abhauen hier. Alter, Schluss jetzt. Oh nein, ich wollte den Zettel noch weiterlesen. Jetzt ist er weg. Ist er in meinem Inventar oder so? Macht schon Spaß, irgendwie die Fenster einzuschlagen. Haben wir hier? Lass dich von der Musik mitreißen, finde die Melodie deiner Träume und schwing das Tanzbein. Ja. Boah, alles kaputt, ne? Ich habe irgendwie Spaß dran, ne? Ein bisschen zu viel, könnte man meinen. Oh, das wollte ich nicht. Da liegt die, guck mal, hier mitten auf dem Tisch. Wie auf dem Präsentierteller. Ah ne, das ist sie gar nicht. Doch, da die halbe. Und irgendein Kleber oder so. Das macht Spaß. Na gut, gucken wir uns mal an, was hier ist. Vinylkleber. Aha.
Können wir die Schallplatten zusammenfügen, wa? Warte mal, Inventar. Ja, genau. I. Wie sieht das Inventar überhaupt aus? Ja. Sehr, sehr oldschool. So, jetzt können wir hier die Schlüsselobjekte kombinieren. Hinzufügen und hinzufügen. Ah. Geil. Eine reparierte Schallplatte. Ja, die ist nicht so gut, ne? Haben wir hier. Die Musik führt dich zurück zu den wunderschönen Momenten, die du verloren geglaubt hast. Ah. So, dann können wir die Schallplatte jetzt einlegen. Und dann müsste das gehen, das Ding, ne? Wir haben ja auch... Wir haben ja auch den Knopf gefunden. Ja, und dann erstmal Jukebox, erstmal Musik machen, oder was? Wäre auch das Erste, was mir in Silent Hill einfällt. Erstmal Mucke. Erstmal Mucke aufdrehen. Du lässt mich in Ruhe, ne? Ah, ich find's sehr geil, dass man da auch einfach... ...bisschen dran vorbeilaufen kann. Finde ich nice. Boah, das Ruckeln ist aber gerade krass. So, schauen wir doch mal. Inventar. Untersuchen. Kann ich die benutzen irgendwie? Oh. Ah. Oh. Geklebte Schallplatte. Oh yeah. Und den Coin haben wir auch. Let's go. ABC. Ach so. 6. Ach nee, nicht 6. 2. Ah, verdammt, warte mal, C. 2. Day there. Just the two of us staring at the water.
Oh, ein Key. Ja, erinnert euch daran, dass die Stadt nichts Schönes hat. Und nur Trauer bringt und so. Ja. Das war so ein bisschen das erste Indiz. Naja, neben den 5000 anderen Indizien. Also, ja. So, ich speichere mal ab. Rätsel habe ich übrigens auch leicht gestellt, wie ihr gesehen habt, weil ich ein Kacknoob in Rätseln einfach bin. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt auch eh nicht so schwer sind, aber bin jetzt auch nicht so mega der Rätselfreund. Gucken wir einfach mal. So. Nee, ich wollte noch nicht. Ich wollte jetzt noch nicht direkt runter. Ich möchte runter. Ich bin stuck. Nee. Wieso kann ich denn nicht mehr zurück? Ey, ich will zurück, ey. Geh mal zurück. Ach, das geht nicht. Na toll. Oh, jetzt nochmal Heilung, das ist geil. Brauche ich direkt mal einen Saufen hier. Ha. Ich finde das immer lustig, es ist alles, was er zu sagen hat. Ich meine, was soll er auch sagen, aber bei jeder Tür. Ha. 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 Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen, also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, er ist der Türkisgrüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 endet. Grün endet auf 06. Hat er sich mal so notiert in seinem schlauen Heftchen. Was hat er hier? Nee. Oh, ab. Ist doch 06. Ne, 08. Ist ja auch nicht türkisgrün, aber sah aus wie eine 6 eben. Hm. Achso, Kofferraum müsste man eigentlich auch mal gucken, ne? Ist ja auch immer. Hä? Okay. Da oben ist Stuff drin. Nicht immer meinte ich, aber gerne mal. Da ist nix. Ja, ich habe schon gesehen, wo es weitergeht. Ah, hier ist ein grüner. Nur 06, das ist er. Aha. Ja gut. Hier rollt eine Dose. Das ist verdächtig. Nee, das ist hier auch. Das ist nur 6. Ist auch so grünlich. Hier was wegschieben? Nee.
Oh. Ah. Oh shit. Oh Gott, drei, Alter, was? Oha. Wie er mich anspringen will. Aua. Oh mein Gott. Alter! Ach du Scheiße, Leute! Oh mein Gott! Oh, guck mal, die haben Handschuhe an! Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab, ey? Oh mein Gott! Okay, das ist aber schon richtig krass geil inszeniert, ne? Ach du Scheiße, ey. Aber gleich eine ganz andere Atmosphäre hier. Was war das eben? Ach so, es sind Stöcker, die einfach umherwehen. Ich dachte, what the fuck? Alter, was geht denn jetzt ab? What the fuck? Was ist denn jetzt los? Kastenfeld. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott. Oh shit. Ich dachte, ich hätte ihn outplayed. Oh, da hab ich auch. Habe ich auch. Boah, hier ist alles voll. Ach du Scheiße. Boah. Seid ihr mies. Ah? Oh, ich hab... Oh Gott, Alter. Hier sind ja so viele gerade. Leck mich doch am Sack. Oh, shit, shit, shit. Sie kommen. Versuche 15 Mal verschlossene Tür. Jetzt troll mich nicht, Spiel. Scheiße, was war denn der Code? Was war jetzt der Code? Lesen. Nee. Notizen? Nee, warte mal. Nee. Oh, hier ist der Brief. In meinen rastlosen Träumen sehe ich diese Stadt. Ah nee, das ist nicht der Brief. Silent Hill. Du hattest versprochen, noch einmal mit mir dorthin zu gehen, aber du hast es nie getan. Ich bin jetzt alleine hier an unserem geheimen Ort. Ich warte auf dich. Doch, das ist der Brief. Oha. Scheiße. Ich glaube, hier ist was. Oder auch nicht. Scheiße, was ist denn der Code? Scheiße. Ah, gib mir den Code, bitte. Plattenladen-Notiz. Nee, das...
ist das denn? Apartment 9 irgendwas? Das ist auch nicht. Scheiße, wo kriegt der? Hä? Hätte ich mir das jetzt merken müssen? Rosewater Park, ganz oben links, da kann ich auch noch hin, oder was? Nee, ich hab noch keinen Code. Ich hab einfach noch keinen Code. Ich dachte... Okay, wir müssen zum Rosewater Park. Okay. Müssen wir hier lang. Ich dachte gerade irgendwie, ich habe einen Code bekommen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken kam. Wir warten, ne. Au! Wo denn? Sieh's nicht. Da. Scheiß Vieh. Alter. Oh Gott, das ist ein Vieh. Café Texas. Wir müssen hier weg. Wir treffen uns dort. Ah. Okay. Bin ein bisschen dumm, Leute. Keine Ahnung, warum ich gerade dachte, ich habe mit diesem Code, keine Ahnung. Irgendwie war mir gerade voll so, wir haben einen Code gekriegt, ich muss den schnell finden. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube einfach, weil ich auf die Map geguckt habe und in der Panik dachte, oh shit, er hat auf der Map markiert. Ich kann die gerade gar nicht öffnen. Naja, macht die hier drin nicht auf, weil es hier drin eine eigene Map gibt wahrscheinlich oder so. Und da dachte ich gerade so, oh shit, Tastenfeld. Aber das hat er einfach nur hingeschrieben und markiert. Ich glaube, das hat mich gerade übelst in der Panik, ich habe echt auch ein bisschen Angst, du. es ist... Ich habe schon lange auch... kein Gruselspiel mehr gespielt, ist wirklich so. Es ist jetzt echt eine Weile her, ey. So, wir haben eine Karte hier, geil. Kriegen auch direkt immer Karten irgendwie, ne? Ja. Nice. Checken wir doch mal jeden Raum einfach ab, wa? Klingt da ganz entspannt. Oh, hier können wir speichern. Nice.
Noch eine Jukebox. Ja, das sieht nach Rätsel aus. Oha. Okay. Ja, gut, speichern. Machen wir das mal. Stunde 40 schon dabei, ey. Krass, wie die Zeit vergeht. Oh, Heilung. Geil. Und ein Zettel. Sehr geehrte Anwohnerin, bezüglich Ihrer Beschwerde über die Schüsse aus Apartment 217 haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert, dass er keine Schusswaffen besitzt. Er war sehr kooperativ und gewährte uns Zugang zum Apartment. Er hatte recht, denn wir haben keine Waffen und auch keine Spuren vom Waffengebrauch gefunden. Sollten die Geräusche andauern, informieren Sie bitte den Hausmeister. Mit freundlichen Grüßen, die Verwaltung der Woodside Apartments. Ja. Ich bin irgendwie gerade sehr, sehr froh, hier drinnen zu sein. Weil, ich meine, es wirkt etwas gemütlicher als draußen. Auch wenn es sehr dunkel ist. Ja, rauskommen wir nicht nochmal. Dann suchen wir erstmal alles unten ab, bevor wir nach oben gehen. Das ist vielleicht ein guter Plan. Ist gar nichts. Doch. Munition. Sehr nett. Dass wir hier Munition bekommen, aber noch keine Waffe haben. Finde ich gut. Können wir sehr viel mit anfangen. Oh mein Gott. Hallo? Is anyone there? What the fuck? Was für Geräusche? Echt ein großes Haus hier, ne? So viele Etagen. Alter, hier brauche ich überall Schlüssel. Heiliges Kanonor. Oh ja, der Gang sieht gruselig aus. Oh, der Sturm ist fast... Sieht aus, als wäre der Sturm vorbei. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, Puppen. Warum denn Puppen? Oh Gott, noch ganz viel mehr Puppen. Nee! Okay. Ich wollte gerade sagen. Oh, die sieht so echt aus. Oh, warum denn Puppen, Mann? Oh, ist doch scheiße. Oh, war hier was? Nee. Ist doch scheiße. Hallo. Ach, schön. Bitte sei gleich noch da, wenn ich mich umdrehe. Ja, sehr schön. Oh, ist das ein Vieh? Alter, warum sieht die Puppe so eklig aus? Eine Taschenlampe, geil. Alter, wie nice. Ah! Au! Oh mein Gott! What the fuck? Alles klar, muss mir heilen. Alter, what the fuck? Was bist du denn? Alter! Was ist das denn? Wird das Vieh angelockt von... Das Vieh wird aufgeschreckt von Taschenlampen, oder? Ach du Scheiße, Digga. Oh, ein Schlüssel. Für Müllschacht. Cool. Die ist groß. Ja. Erinnert dich das an was? Deine Frau? Alter, ich muss mich nochmal heilen. Oh mein Gott, ey.
Na, passt der hier? Das wäre ja ein Zufall. Nee. Na gut, 201. Oh, das müssen wir uns alles merken, wa? Welcher Schlüssel wohin passt und so. Ich meine, wir haben eine Karte, so schwer dürfte es nicht sein, aber... Naja. Geht er hier rein? Nee. Vielleicht geht er, wahrscheinlich geht er irgendwo weiter oben rein oder so, wa? Ah. Nee, ist auch nix. Hallo? Oh. More Munitiona. Das ist schön. Ja. Dann wird er wohl irgendwo unten reingehen. Gehen wir doch mal nach unten. Ich bin sehr froh, dass die Taschenlampen nicht noch irgendwie Batterien kosten oder so. Boah, das wäre fürchterlich. Noch mit Leere, dann hast du so Pech und die Taschenlampe ist leer oder so. Boah, das wäre absolut grauenhaft. Also, das wäre wirklich Albtraum. Weißt du was, ich speichere auch nochmal. Ist mir egal. Ach, Entschuldigung. Da. Ja, hier war das Rätsel. Ah, hier. Ah, ja, das sieht auch aus wie Müll. Wie so ein Müllschacht. Hallo? Jemand zu Hause? Hier ist so friedlich nix mehr Sturm, gar nichts, ne? Oh, da liegt ein Vieh. Oh, ist das dunkel. Okay. Hab's verstanden. Ist hier wieder sowas? In der Ecke drin irgendwo? Das hier? Mord an den Lokan oder Lokain Geschwistern oder so. Täter begeht Selbstmord in Haft. Walter Sullivan, der Täter des jüngsten Mordfalls, wurde tot aufgefunden, nachdem er sich am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle das Leben genommen hatte. Laut Polizeibericht wurde Sullivans Tod durch Blutverlust verursacht. Er hatte sich die Halsschlagader mit einem Suppenlöffel durchtrennt, der 2 Zentimeter tief in seinen Hals steckte. Sullivan wurde am 18. dieses Monats wegen des brutalen Mordes an Billy und Miriam Locane festgenommen. Ein ehemaliger Schulkamerad von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River nahm den mutmaßlichen Täter nicht als Kindermörder wahr, gab jedoch zu, dass Sullivan kurz vor seiner Verhaftung unter schwerer Paranoia gelitten habe. Er plapperte allerlei seltsames Zeug vor sich hin, wie: Er versucht mich umzubringen, er versucht mich zu bestrafen, das Monster, der rote Teufel, vergib mir, ich habe es getan, aber das war nicht ich. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, war er wohl irgendwie verrückt, erinnert sich der Schulkamerad. Ah. Wo denn? Ist irgendwo ein Vieh. Ah. Kommt er da unter der Tür durch? Oh, Sekunde, Leute.
So, da bin ich wieder. Ist gerade am Lecken. Die Nase. Oh Gott, ohne Lampe sehe ich ja hier nichts. Okay, das ist gerade aber echt richtig creepy, ne? Alter, ist das creepy gerade. Oh, wie unangenehm. Oh, ist ja locker noch irgendwo so ein Vieh drinne. Und es fängt sich erst an zu bewegen, wenn ich es anstrahle. Und das wird aus Versehen passieren, zwangsläufig. Ich sag's euch. Es ist so viel Munition überall. Warum keine Pistole, nix, aber so viel Munition, ey. Naja gut, was heißt so viel? Es waren zwei Schuss. Es waren zwei Kugeln. Wir wollen mal nicht übertreiben. Aber... Oh! 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 Oh. Ist es tot? Oh, du Scheißvieh. Genau das meinte ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, gibt's hier sonst noch was? Außer Munition? Nö. Nicht so aus. Oh. Ist dicht. Aha. Da liegt ein Schlüssel. Hey! Wait! Damn it. Was zur Hölle macht ein kleines Mädchen hier? Lustig. Aber ja, ist so. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Geil. Alles klar, haben wir immer einen Rundkurs gemacht. Was haben wir denn jetzt eigentlich aufgesammelt aus der Taschenlampe? Haben wir noch Schlüssel gefunden eben? Boah, es liegt vielleicht auch einfach an der Uhrzeit gerade, Leute. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht mehr merken. Ich glaube, wir haben noch eine Ausrüstung. Ne, haben wir aber nicht, ne? Irgendwie ist hier ja nichts weiter. Ah. Warte mal, war ich in der 110 drinne? Nee, da war ich vor, die Tür war zu. Da ging's nicht rein. Die 107, ah, da komme ich von der anderen Seite rein. Soll ich jetzt vielleicht einmal rumgehen, wa? Dann Ausrufezeichen irgendwie. Münzkartenbrett. Nee, doch. Also das Rätselding. Rosewater Park, ja. Erstmal weitersuchen, ne? Geradeaus zu könnten wir und dann alles noch gucken. Ah ne, hier ist er dicht, ne? Ja, hier ist zu. Kindchen. Ich glaube, wir sollen einmal rumgehen oder so. Ist sie denn? Ja, Fragezeichen. Oh oh. Oh oh. Alter, ist das creepy. Okay, ist jetzt die Tür auf. Korridor.
Zettel. Noten. Notenblatt. Oh. Quite the artist. Oh, ist ja süß. Das sind süße Bilder. Gott. Alter. Das für ein Schrank. Oh. Das erinnert. Oh mein Gott, die ist einfach nur ein alter Schrank, aber das erinnert mich halt gerade voll an die The Conjuring-Szene mit dem Schrank. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Suchen. Bewegen. Oh, das ist aber schön. Das ist aber ein schönes Kleidchen. Ein Griff mit goldenem Apfel, aha. Oh, das ist aber ein schönes Kleid. Richtiger Schatz hier. Ja, jetzt kommt hier aber was. Ja, die Tür ist auf. Oh ja. Oh ja, oh ja. Mich anschleichen? Bist du neu? Nee. Oh, sorry. Die sah nur so anders aus. Alter. Nee. Ich dachte, ich sehe noch was gerade. Ach, da ist noch so eine. Kakerlakenviecher. Ja, kommt mal her hier. Seid nur ihr hier oder habt ihr hier noch was Größeres? Seid ihr? Oh, ab. Und du? An der Decke! I! Ekelhaft. Da guckst du auf den Boden, so lange krabbelt das Vieh an der Decke, ey. Bitte bring das zu Mrs. Millie in die 102. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um sie. Sie ist seit Tagen dort eingepfercht mit seinen ganzen Halbseligkeiten. Sie will nicht mal wegräumen und wehe, wenn man versucht, was anzufassen. Es bricht mir das Herz, wenn ich nur daran denke. Eine alte Frau oder was? Alt und verbittert. Ja, gut. Sonst ist auch nichts, ne? Ah. Da war mit so einem Ding mit goldenem Knauf. Kommt ein goldener Knauf rein, ist die Frage. Oh, da sind noch zwei. Alter! Hier sind schon wieder so viele Gegner.
Ach du Scheiße. Ich speicher mal ab. Leute, machen hier Schluss. Wir haben eine Stunde voll. Wir sehen uns aber sehr, sehr gerne wieder zu Silent Hill 2. Wenn ihr Lust drauf habt, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.